Here we go. Die nächste Session in der Open-Ed-Reihe zu einem brandneuen Thema. MOOCs, habt ihr vielleicht noch gar nicht gehört, Massive Open Online Courses, seit 2008 im Gespräch, also ganz aktuell. Und wir wollen das Letzte, was noch nicht gesagt wurde, jetzt da versuchen rauszufischen. Zu Gast heute ist Andreas Wittke aus Lübeck. Hallo Andreas, magst du mal drei Texte zu dir sagen, damit man dich einordnen kann? Ja, Andreas Wittke, Informatiker, MOOCs, Lübeck. Sehr gut, dankeschön. Zu Gast heute ist Peter Ador aus der Schweiz. Hallo Peter, auch mal drei Texte zu dir. Hallo zusammen, Mathematiker, Dozent an der Fernfachhochschule in der Schweiz und ja, aus diesem Grund interessiert an MOOC. Dankeschön. Und mein Co-Moderator Markus Daimann von der FU Hagen. Hallo Markus, was sind denn deine drei Tags heute? Hallo Anja, meine Tags sind MOOCs, Open Education und Fernuni. Okay, wir haben uns im Vorfeld darauf abgestimmt, dass wir jeweils mit einem Eingangsstatement starten. Jeder darf mal einen Satz oder anderthalb Minuten maximal dazu sagen, warum es eigentlich jetzt immer noch eines öffentlichen Diskurses zum Thema MOOC braucht. Andreas, wollen wir mit dir anfangen? Um Gottes Willen, ja, muss ich wohl. Ja, anderthalb Minuten, warum MOOCs? Ich hatte ja im Statement so ungefähr geschrieben, ich glaube, dass MOOCs kleine Babys sind. Die müssen noch wachsen. Und alles, was momentan gesagt wird, heißt zum einen, das ist ein Hype, es geht vorbei. Man kennt die Innovationskurve, zuerst war der Hype da, dann geht es runter und dann wird es vielleicht nachhaltig. Ich glaube aber, dass wir hier vor einem Change-Management-Prozess in mehreren Dimensionen stehen. Und zwar einmal in der Änderung der Technik, also dass wir richtig radikal mal E-Learning machen. Und zwar nicht mit diesem komischen Blended-Anteil, sondern richtiges E-Learning, das heißt unabhängig von Zeit und Ort und voll digital, auch kein Papier mehr machen. LMS-Design wird sich ändern und Videos halten auch richtig Einzug in die Lehre. Und was da noch ganz entscheidend dazu kommt, ist, dass wir den Aufbruch der Schranken zwischen den Institutionen vielleicht niederwälzen. Also was passiert mit Berufsschulen, was passiert mit Volkshochschulen, was bedeutet lebenslanges Lernen und was ist die Öffnung der Hochschule da mittendrin? Sehr schön, das ist doch mal jetzt eine knackige These. Peter, wie ist denn dein Statement? Warum braucht es MOOCs noch oder die Diskussion um den MOOCs noch? Ja, ich glaube, die wird es immer geben, weil jeder hat natürlich eine andere Vorstellung von MOOC. Jemand gibt vielleicht mehr Gewicht auf den M oder auf die O's und das interessiert mich eigentlich alles nicht sehr. Ich interessiere mich für X versus C. Und für mich ist X Broadcast von Expertenwissen zu vielen und C ist Rätselraten unter seinesgleichen, Peer-to-Peer. Und dann gibt es natürlich immer noch Hybride, man kann das eine durch das andere anreichen, das sind dann Details. Aber wenn heute jemand MOOC sagt, dann meint er oder sie immer XMOOC. Und das finde ich einfach falsch. Es gibt eben auch diese konnektivistische Variante. Leider hat die dasselbe Akronym. Müsste nicht sein, es wäre mir auch lieber, man würde nicht von CMOOC sprechen, sondern eben von einen anderen Begriff nehmen. Das ist der Grund, weshalb wir darüber sprechen. Okay, wir brauchen also einen neuen Begriff. Markus, wie ist denn dein Statement? Weil es ist gut, dass du diese Reihenfolge gewählt hast, weil ich kann jetzt prima anknüpfen an meinen Vorredner und mein Statement ist, dass die X-MOOCs oder die MOOCs für die Mehrheit der Menschen langweilig, traditionell oder konventionell bieder sind und so dieses E-Learning der Nullerjahre. Also wir machen jetzt mal so ein bisschen E-Learning, spielen das so ein bisschen rum, aber das
geht vollkommen am Thema vorbei. Also es ist keine Innovation, keine Kreativität. Und da sehe ich eher die Chance bei den C-MOOCs, bei den konnektivistischen MOOCs und würde dafür plädieren, da mehr herum zu experimentieren, weil diese X-MOOCs, die replizieren oder duplizieren einfach nur dieses ganze E-Learning-Thema der Nullerjahre. Okay, für alle, sollte noch irgendjemand da draußen zuschauen, der sich bislang noch nicht damit beschäftigt hat, was X- und was C-MOOCs sind. X-MOOCs sind die, die man eigentlich so kennt, von Coursera, Iversity, Udacity oder was auch immer. Also diese klassischen, massiven Kurse, Online-Kurse und die, die man nicht kennt, in der Regel draußen, sondern, und da komme ich nämlich zu meiner These, zu den C-MOOCs, das ist einfach nur ein Spielplatz für Pädagogen. Die haben mit der realen Welt da draußen nichts zu tun. Das ist ein schönes Wunschdenken. Und X-MOOCs hingegen eignen sich hervorragend, weil ich mich ja gerade mit dem Thema Edu-Content-Marketing beschäftige. Und dafür eignen sie sich hervorragend, nämlich jeder kann sie einsetzen, jeder kann damit sich positionieren und kann damit seine eigenen Thesen in die Welt tragen und auch durchaus originell aufbereiten. So, das ist also meine These. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit klarkommen, wie wir jetzt hier einen Diskurs hinkriegen. Meine erste Frage an euch alle ist, wer hat denn schon mal an einem X-MOOC tatsächlich richtig teilgenommen von euch? Okay. Wer hat denn schon mal so lange daran teilgenommen, dass er sich ein Zertifikat erarbeitet hat? Niemand. Gut. Wer hat denn schon mal an einem C-MOOC so teilgenommen, dass er sich dadurch ein Zertifikat oder eine Teilnahmebescheinigung erarbeitet hat? Oh, guck an. Sehr gut. Ich tatsächlich halb auch, weil ich, wer hat denn an dem 2008er C-MOOC teilgenommen? Da kann ich nämlich punkten. Und zwar habe ich das mit meinen Studierenden damals gemeinsam durchgenommen. Das war eine super Erfahrung. Und wir haben wahnsinnig viel gelesen, also es war sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig und daraus ist resultiert, das war nämlich ein Teil des Leistungsnachweises, die deutsche Wikipedia-Seite zu Konnektivismus. Das haben nämlich meine Studierenden angelegt. Haha. Also nicht, dass ich irgendwie jetzt was dagegen hätte, gegen die konnektivistischen MOOCs, aber ich glaube, ihr seid so ein bisschen, das ist so eine Pädagogendiskussion. Wenn wir also jetzt mal, vielleicht können wir das so differenzieren, X-MOOCs sind für die Lernenden und C-MOOCs sind die Lieblinge der Lehrenden. Was sagt ihr dazu? Nein, Peter, bitte. Also ich komme ja von der Mathematik her und dort gibt es eigentlich nur, also von der Schulmathematik, und dort gibt es eigentlich nur einen Weg, um etwas zu lernen, nämlich Aufgaben zu lösen. Und wenn man nicht weiterkommt, gibt es einfach zwei Möglichkeiten. Man kann einen Experten fragen und der setzt dann einem die Schullösung vor und dann hat man auch nichts gelernt. Oder man kann eben die Peers fragen, die Kommilitonen, und beide sagen dann, ja, wirklich problematisch. Und jeder schaut das Problem von einer anderen Seite an. Und dieses Umrunden vom Problem und dieses, diese verschiedenen Sichtweisen, die geben die Möglichkeit, dass man immer ein kleines Schrittchen mehr vorwärts kommt, bis man wirklich durch das Problem durchbricht und da hat man etwas gelernt. Also ich spreche über mich, ich bin nicht Pädagoge, ich habe nie ein Mittelschuldiplom gemacht, es interessiert mich nicht. Mich interessiert, wie man Mathematik lernt. Und ich glaube, formale Wissenschaften würden sich ja noch fast mehr eignen für X-MOOCs als für C-MOOC, aber sogar in der Mathematik ist es eben besser, ein C-MOOC zu machen. Hat nichts zu tun mit Pädagogenspielzeug. Ich spreche von der Welt da draußen. Du sprichst von der Welt da draußen. Gut, was meinen denn die anderen dazu? C-MOOCs für die Lehrenden und X-MOOCs für die Lernenden? Ja, ich weiß nicht genau, wie weit diese Unterscheidung Sinn macht. Also ich würde es eher an Kompetenz- oder Wissensniveau festmachen. Also für Einführungskurse, für Leute, ob jetzt Lerner oder Lehrer,
unabhängig davon, also wie viel Vorwissen ich habe, denke ich, je weniger Vorwissen ich habe, desto eher ist ein XMOOC geeignet, weil er, so wie die klassische Vorlesung, die wir seit Jahrhunderten haben, eben Wissen sehr gut aufbereitet, strukturiert und in die eigene Systematik eines Faches einführt. Und wenn ich je mehr Vorwissen ich habe und so ein mentales Modell habe von den Wissensstrukturen, desto eher kann ich mir dann auch Zusammenhänge erschließen, desto eher kann ich dann auch neues Wissen eigenständig explorativ erkunden. Und da sind dann wiederum die C-MOOCs geeigneter, weil ich brauche da einfach dieses Vorwissen, um klarzukommen, was bedeutet das, ist das jetzt wichtig, also diese ganzen Funktionen, ne? Das ist ja so das Thema bei den C-MOOCs, dass ich auf einmal mein eigener Lehrer werde, also meine Lernziele festlegen muss, selber mich überprüfen muss, festlegen muss, habe ich jetzt das Lernziel erreicht oder eventuell ein anderes Lernziel festlegen und so weiter. Also die ganzen Funktionen, die klassischerweise der Lehrer hat, gehen ja beim C-MOOC auf mich über. Andreas, wie siehst du denn das? Sind die X-MOOCs wirklich nur für die Anfänger gut geeignet oder plädierst du dafür, jetzt alles zu öffnen und nur noch über X-MOOCs zu lehren? Ja, um radikal zu sagen, das Letztere. Das, was der Markus gerade gesagt hat, also zwei Sachen vorneweg. Also ich glaube irgendwie, dass es gar keine C-MOOCs gibt. Also das C schließt das M aus. Also was der Peter ja auch am Anfang gesagt hat, man müsste einen neuen Begriff definieren, also SUX zum Beispiel, Small Open Online Courses, weil dieser konnektivistische Ansatz gar keine Masse hergibt. Ja, also es gibt den ersten von Downs oder so, der war recht groß, aber ich kenne keine so großen C-MOOCs eigentlich, vor allen Dingen nicht in Deutschland. Auch die sind dann so betreuungsintensiv, die kosten auch dementsprechend so viel, dass man die nicht bezahlen kann. Man muss auch immer noch einen Blick auf die Ressource werfen, was kostet das. Und das andere, was Markus gerade gesagt hat, ich glaube auch, dass C-MOOCs für Leute sind, also Masterniveau oder höher, die sich schon auskennen, also für Profis. Und da sagen wir ja auch schon, dass dann schon Filter eingesetzt hat. Also da sind schon diese 5 oder 10% intrinsisch motivierten Leute, die schon wirklich gut sind. Das sind schon Leute, die einen Abschluss haben und die levelt man noch einen Tick höher. Also gute Leute arbeiten dann nochmal mit besseren Leuten zusammen und dadurch könnte man jetzt nochmal so provokant sagen, dadurch werden gute Leute noch besser, ne? Und die etwas schlechteren verliert man. Das ist jetzt aber jetzt sehr gewagt, die Aussage. Und bei X-MOOCs, damit erreicht man die Masse. Auch ist das irgendwie so, was das Publikum haben will. Andersrum ist aber, wenn man die Studenten sagt, die wollen auch gerne Bulimie lernen haben. Und da sagen wir eigentlich auch, das funktioniert nicht, obwohl die Masse das will. Ne? Soll man jetzt nachfrageorientiert vermitteln, lehren, oder soll man das machen, was man für gut hält? Das ist eine wichtige Frage. Die Kritik entzündet sich ja auch immer an dem sehr einfachen, an dem einfachsten XMOOC-Modell, was dann eine Vorlesung ist mit anschließender Testversion, mit anschließendem Test. Andreas, kannst du das Mikrofon nochmal ausschalten, weil du bist wieder sehr präsent im. Ich dachte, die Frage geht an. Nee, so, ich wollte mal jetzt weiterfragen. Also, wenn die XMOOCs sind, haben sich ja auch im Laufe der Jahre doch sehr differenziert. Es gibt einmal diese ganz einfachen und es gibt dann natürlich halt sehr komplexe. Bei Coursera gibt es durchaus auch wirklich mit kollaborativen Arbeiten und transformativem Denken und so weiter. Also es gibt wirklich sehr komplexe Anlagen. Insofern stimmt diese einfache Typologisierung nicht mehr in meinen Augen. Peter, was willst du dazu? Du hast eben die Hand gehoben. Was wolltest du noch dazu anmerken? Ja, also das ist sehr richtig und ich gebe Andreas sehr recht. Dieses M, dieses Massiv, das ist Blödsinn, sicher bei den konnektivistischen MOOCs, aber das heißt natürlich nicht, dass das nicht eben auch außerhalb des Pädagogenspielzeugs angewendet werden kann, in der auch zum Markus, es sind eben gerade die Anfänger, die vermehrt
Wenn ich sage konnektivistisch, das tönt so übertrieben. Einfach die lernen müssen, miteinander etwas zu erarbeiten. Und das können zumindest meine Studenten zu wenig. Die erwarten immer, dass sie konsumieren können, dass da jemand kommt und ihnen sagt, was Sache ist. Ob jetzt in einem X-MOOC oder in einem Präsenz, das spielt überhaupt keine Rolle. Eben dieses Expertenwissen überbringen, das ist meiner Meinung nach vorbei. Und es ist wichtig, dass die Leute selber arbeiten und zusammenarbeiten, und das können die im Moment einfach noch nicht. Es hat ihnen niemand gesagt, wie das geht, und das ist etwas, was wir uns eigentlich jetzt auf die Fahne schreiben sollten. Wir sollten den Leuten zeigen, wie man so etwas macht. Liegt das denn an den Lernenden, dass die so blöde sind, oder liegt es an den Lehrenden, die selber nicht können, kollaborativ zu arbeiten und insofern das auch gar nicht vorleben können, auch nicht im Netz interagierend lehren, sondern dann halt immer weiter auf diese Frontalunterrichtsvariante dann zurückkehren. Markus, wie siehst du das? Ich denke, das liegt an dem System, dass eben der Frontalunterricht ja über lange Zeit so institutionalisiert ist und da auch gewisse Disziplinierungseffekte mit einhergehen. Der Lehrer steht vorne, alle anderen hören zu, und es wird eben so der Eindruck vermittelt, dass Expertenwissen dann von dem Lehrer auf die Schüler übertragen wird. Und oft ist es ja auch so, dass man dann für sich selbst alleine was erarbeiten muss, und das halte ich auch für eine falsche Entwicklung, wird auch dem Peter zustimmen, dass man wirklich versuchen muss, von Anfang an die Lerner zusammenzubringen, zu vernetzen, sich auszutauschen und gemeinsam sich Wissen zu erschließen. Und ja, diese ganze MOOC-Diskussion, das ist für mich jetzt auch schon mal so wieder klar geworden, ist dann eben auch problematisch, dass wir immer noch an diesen Begriffen festhalten, wie du eben auch gesagt hast, Anja, dass es da bei den X-MOOCs schon ganz verschiedene Typen gibt. Das wusste ich so auch nicht, und andere wissen es auch nicht. Und man denkt immer bei den X-MOOCs an diese Massenkurse mit automatisch gegradeten Multiple-Choice-Aufgaben. Und das stimmt natürlich so auch nicht mehr, aber das kommt halt auch so nicht drüber. Deswegen ja, brauchen wir da wirklich neue Begriffe vielleicht und neue Modelle dafür. Oder mein Vorschlag wäre ja, einfach mal reinzugehen und sich das mal anzuschauen oder mit Leuten zu sprechen, die sich da reinbegeben haben, und mal zu fragen, das mache ich nämlich immer wieder, die zu befragen, was sie da gemacht haben und wie sie es gemacht und warum sie es machen, weil es mich auch immer wieder verwundert, dass erwachsene Menschen sich tatsächlich, es ist so, sie gehen dorthin und bilden sich weiter. Andreas, bitte. Ja, also Also wir evaluieren ja, wir haben ja zum Gegensatz zu vielen anderen ja schon ein paar MOOCs gemacht, und gerade jetzt, ich weiß jetzt, dass wir bei unserem Grundlagen des Marketing-MOOC, ich war auf irgendeiner Konferenz und dann wird mir auch gesagt, oh Mensch, dieses langweilige, vor der Greenscreen stehendes Menschen da zuzuhören, das ist ja erschreckend und uralt. Dann habe ich mir das zu Herzen genommen, dann habe ich die Evaluationsergebnisse nochmal durchgegangen, und die stehen ja auch alle bei uns auf YouTube, und wir haben, da gibt es ja dieses Daumen hoch und Daumen runter, ne, wenn man jetzt sagt, das ist keine Evaluation, da haben wir 1,5% negative Daumen, also 98,5% sind positiv. Da kann das Video nicht so schlecht sein. Auch die Zufriedenheitsskala, die wir evaluiert haben bei den Leuten, okay, da kann man auch wieder kritisch hinterfragen, das sind ja nur die, die auch den Kurs abgeschlossen haben oder kurz vor dem Abschluss waren, andere antworten leider nicht. Und da haben wir 80% Zufriedenheit, 82% Zufriedenheit. So schlecht kann dieses X-MOOC-Format nicht sein. Verdammt nochmal, wenn wir 8.000 Leute erreichen und davon sind 80% zufrieden und wir haben 55.000 Klicks auf YouTube, wo 98,5% sagen, das sind gute Videos, dann möchte ich mal eine andere ähnlich gute Evaluation sehen. Das ist aber jetzt dann wirklich sehr, das ist dann so diese alte
Metapher 4 Millionen Leser können nicht irren, ne? Das war ja immer so bei der Bild-Zeitung. Aber ist okay, also ich meine, gut, wir haben also im Grunde zwei Brillen, das ist unser großes Problem. Wir haben einmal die Brille des Lehrenden, desjenigen, der den Menschen was beibringen will, wie Peter, der irgendwie will, dass die Leute wirklich Mathematik verstehen. Und wir haben die Lernenden, die weiterbilden vor allen Dingen, also das ist ja die Gruppe, die mich jetzt eher interessiert, die weiterbildend froh ist, dass es dieses ganze Heer an X-MOOCs gibt, auf die man zugreifen kann und die einem zur Verfügung stehen. Das Einzige, was ich daran problematisch finde, ist die Formatierung. Also ich denke, dass man die von der Konzeption her noch ein bisschen anders, von der Zeitspanne her anders, weil sie auch sehr stark an die alten universitären Strukturen, also 4 Monate, 3 Monate, mehrere Wochen, man könnte die kompakter führen, denke ich. Genau, so, also, wenn wir also jetzt mal weiterdenken und sagen, Twitter ist doch eigentlich das ideale CMOOC-Format. Warum? Wenn wir also weiter und ich meinen Gedankengang weiterverfolge und die Menschen da draußen, wenn sie denn wüssten, was sie wollen könnten und darauf zugreifen könnten, könnten eigentlich über Twitter, sofern sie es beherrschen würden, auch darüber sich ihren eigenen persönlichen CMOOC zusammenbauen. Das wäre jetzt so meine Sicht aus Sicht der Lernenden, ohne dass das irgendjemand konzipieren kann, ohne dass das ein Lehrender so anlegt, sondern einfach das geschieht, so würde ich jetzt vorgehen, wenn ich denn was lernen wollte. Was spricht dagegen, dafür die entsprechenden Kompetenzen auszubilden, dafür das Bildungssystem zu nutzen und nicht eben auf die Vermittlung von gewissen konkreten Inhalten? Ja, Peter, bitte. Also das ist, da bin ich absolut deiner Meinung, wobei ein Bleistift ist noch kein Vers. Mit dem Bleistift kannst du Verse schreiben, mit Twitter kannst du eben konnektivistisch lernen. Aber es ist sicher, es wäre schön, es ist ein guter Ansatz, aber keiner meiner Studenten hat einen Twitter-Account. Und nur die wenigsten haben einen Facebook-Account. Und dann gibt es ja das Moodle-Forum, und ich wäre ja so froh, wenn die im Moodle ihre Probleme reinschreiben würden und miteinander darüber sprechen. Also es braucht gar noch nicht große Summe, sondern es langt einfach, das Schulsystem zu nehmen. Aber es geht eben nicht darum. Warum hat deine X-MOOC, also ich habe großen Respekt, Andreas, vor deinen X-MOOC, und das ist eine ganz, ganz große Arbeit. Ich möchte auch einmal ein schönes X-MOOC machen, so wie dem Spannagel sein Mathe-MOOC. Das fasziniert mich. Aber warum hast du so viel Zufriedenheit? Natürlich, ich hätte auch viele zufriedene Studenten, wenn ich denen eben Vorlesungen geben würde. Und es wäre für mich auch viel einfacher. Ich komme hin, ich bete die Theorie runter, die Studenten wären zufrieden, die hätten bekommen, was sie wollen, und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich möchte eben, dass sie sich selber Gedanken machen und selber Aufgaben lösen und zusammen ihre Probleme diskutieren. Und wenn ich ihnen das sage, dann sagen sie mir, ich sei ein schlechter Lehrer und ich würde ihnen keine Theorie vermitteln. Aber an der Prüfung wird keine Theorie abgefragt, sondern es wird Handwerk abgefragt. Sie müssen Aufgaben lösen können und das können sie nicht. Also ich denke sehr für die Lernenden. Ist doch mir egal, ich kann doch meine Vorlesung halten, dann wären alle glücklich und ich hätte ein schönes, ruhiges Leben. Markus, was sagst du denn dazu? Wir haben einerseits dieses Bildungssystem, dieses bestehende Bildungssystem, und das hat bestimmte Anforderungen an die Lehrenden, an die Lernenden, und wir haben draußen eigentlich dieses ganze große, vielfältige Potenzial, was wir aber gar nicht nutzen können, wie Peter es ja gerade schön dargelegt hat, obwohl sie es eigentlich wollten. Also eigentlich wollen sie ja konsumieren, und wo fängt man da an? Also ich seh da zunächst keinen Widerspruch zwischen dem bestehenden Bildungssystem und den digitalen Technologien. Und ich denke auch, man könnte über Medienkompetenz, Trainings, Förderung, Entwicklung das irgendwie hinbekommen. Aber, deswegen habe ich es auch den Konjunktiv verwendet,
Ich denke, was da fehlt, ist einfach so ein gesellschaftlicher Konsens, ist jetzt Twitter eine neue Kulturtechnik? Das hat ja auch wahrscheinlich eine Weile gedauert, bis Schreiben, Lesen, Rechnen und so weiter als Kulturtechnik anerkannt wurde. Und da fehlt noch so, es wird auch wohl noch eine Weile dauern, so ein gesellschaftlicher Diskurs darüber. Und das wird dann auch einen Schritt weitergehen. Also jetzt zum Stichwort wieder konsumieren, weil bei Twitter konsumiere ich ja, kann ich ja nur konsumieren, aber um da auch ein erfolgreiches Netzwerk zu haben, muss ich ja auch was produzieren, also was generieren, Informationen reingeben und nur dann bekomme ich auch mein Netzwerk. Und das ist für viele, das habe ich so in meiner Erfahrung auch aus so mediendidaktischen Veranstaltungen, dass viele Jüngere heute, wie es glaube ich der Peter auch gesagt hat, gar keinen Twitter-Account haben, gar nicht um diese ganzen Möglichkeiten wissen. Und da fehlt eben so ein gesellschaftlicher Konsens darüber. Man sieht es ja beim Fernsehen, wenn dann als steht, twittern Sie mit uns, nutzen Sie Social Media, aber das ist ja auch nur so sehr aufgesetzt. Also da fehlt ja noch so wirklich der Bezug zu Bildung oder zur eigentlichen Fortentwicklung. Also meiner Meinung nach brauchen wir da so einen gesellschaftlichen Konsens darüber, was wollen wir mit den digitalen Technologien. Andreas knabbert auf der Unterlippe. Willst du dazu was sagen? Naja, das war jetzt nicht wegen der Unterlippe. Ich will eigentlich nochmal sagen, also das mit dem Twitter, ich gebe da auch den anderen beiden recht, also auch meine Umfragen ergibt, wir haben maximal irgendwie 3%, vielleicht 5% Twitter-User bei unseren Online-Studierenden. Und das sind schon Online-Studierende. Also Twitter spielt echt keine Rolle. Das sind schon die echt medienkompetenten Nerds, Geeks, das ist halt so ein Volk für sich. Und bei Twitter ist man für sich alleine. Ich glaube auch nicht, dass das allein schon von der Zielgruppe her breiten Spektrum erreichbar ist. Das funktioniert nicht. Andersrum will ich nochmal ganz zu den Basics zurück. Ne, was bei mir bei MOOCs einfach dieses Fundament, was einfach zu wenig Beachtung findet, was wir damals in den Nullerjahren oder Ende des vorigen Jahrtausends gesagt haben, was man alles mit E-Learning erreichen kann und was nicht eingetreten ist, das kommt jetzt bei den MOOCs. Ne? Also dass wir wirklich, der Jörn Loviskasch hatte das mal gesagt, dass kein Student weniger kommt, nur weil er jetzt Videos reingestellt hat. Das glaube ich. Das glaube ich. Es passiert aber eine parallele Entwicklung neben diesem Blended Learning, nämlich es sind Online-Angebote, die zu 100% online sind. Also wir vergleichen hier immer Blended Learning-Konzepte, die meiner Meinung nach oldschool sind, zu wirklich radikalen neuen Lösungen. Es gibt kaum Online-Studiengänge, die 100% online abgebildet sind oder Weiterbildungskurse, die 100% online sind, die wirklich mit Reflexion arbeiten. Und da ist wirklich, wo ich sage, richtiges E-Learning. Da gibt es auch keinen Begriff für. Also das, was wir vor 10 Jahren machen wollten, passiert jetzt. Und die Leute, die vor 10 Jahren das gemacht haben, diese Early Adapters, die sagen, das ist ein alter Schuh. Stimmt ja auch. Aber vor 10 Jahren hatten wir keine Plattformen wie YouTube und keine Tools wie Camtasia und so weiter, dass wir es machen konnten. Wir hatten keine Sachen wie Kalpira und keine Studios und Tablets und so weiter. Das geht erst heute. Das ist eine langwierige Entwicklung. Und das Besondere an den MOOCs, auch wenn man das ganz banal sagt, es ist wirklich zeit- und ortsabhängig mit Reflexion und automatisiert. Das wollten wir vor 10 Jahren haben, jetzt haben wir es bekommen. Sehr gut. Ich würde das so langsam jetzt hier zum Abschluss führen wollen und würde auch, ich glaube, dass die ganze Diskussion ja auch ein bisschen falsch diskutiert wird, weil sie halt primär unter pädagogischen Gesichtspunkten diskutiert wird. Ich plädiere dafür, es mehr unter Marketing-Gesichtspunkten mal zu diskutieren und zu sehen, und so werden ja auch eigentlich sämtliche MOOCs aufgesetzt. Sämtliche MOOCs sind letztlich Marketing-Instrumente für die Anbieter, sowohl für die Institution als auch für die konkreten Anbieter. Das können wir auch alle sehen. Das ist die Motivation, die dahinter steckt, die Leute antreibt, sich selber da ins Netz hinaus zu begeben. Was ich gar nicht kritisieren will, sondern es ist aber ein Fakt. Und insofern möchte ich auch ein bisschen so von dieser Ebene des Pädagogischen da rausholen,
dieses Altruistische, dass man nur der Menschheit da was Gutes tun will. Nein, es geht auch sehr stark darum, sich selber da in Szene zu setzen und dann über Folgeaufträge halt dann das Ganze sich finanziell entgelten zu lassen. Das würde ich auch gerne mal so deutlich hier sagen, damit wir auch diese ganze OER-Debatte da ein bisschen mal richtig einordnen, weil es, auch wir sind ja hier im Bereich Open Ed. Also Open Ed bedeutet auch letztlich so wie Open Source, dass man Sachen bereitstellt, um dann letztlich für sich selber da auch einen Gewinn herauszuziehen. Und insofern möchte ich aber auch jedem plädieren, es bringt nämlich was, man kann sich nämlich durchaus damit auch sichtbar machen. Und insofern möchte ich dafür plädieren, halt wirklich rauszugehen, irgendwie sich bekannt zu machen mit seinen eigenen Thesen und ja, das einfach in die Welt zu streuen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, einen Satz noch dazu zu sagen. Einen Abschlusssatz bitte, jeweils. Peter, was denkst du so, wenn ich da so vor mich hin fasel? Dein Mikrofon ist irgendwie nicht eingeschaltet. Warum? Obwohl es eigentlich das Symbol ist, aus. Aber irgendwas, ich höre dich nicht. Nee, Ocean kann dazu leider nichts machen. Okay, dann versuchen wir mal mit Markus weiter. Vielleicht hast du auf irgendeinen Regler geklickt. An deinem kann man mich hören? Ja, sehr gut. Also ich stimme dir da voll zu, Anja. Aber ich sehe das nicht so problematisch. Also ich sehe da jetzt keinen Widerspruch. Also für mich sind die MOOCs oder OER auch nicht nur humanistisch, altruistisch, sondern natürlich ist da auch ein ökonomisches Interesse verbunden. Aber wir haben ja einen schönen Nebeneffekt, nämlich dass auf einmal ganz viele Ressourcen im Netz stehen, also OER. Oder es bestehen Möglichkeiten, sich wirklich formell, also mit Kursen weiterzubilden, Stichwort MOOCs. Und das finde ich eigentlich eine schöne Entwicklung. Und da muss man auch gar nicht so sehr dieses Pädagogische betonen. Für mich spielt Marketing natürlich da auch mal eine Rolle. Es geht einfach um so eine zeitgemäße Form der Bildung mit digitalen Werkzeugen. Und da muss man eben auch nicht, also ich sehe das mit diesem Pädagogischen nicht so wie du, glaube ich. Stimmt dir aber ansonsten voll zu. Mit den Marketing-Aspekten und finde die Entwicklung einfach sehr gut. Okay, sehr gut. Andreas, du findest die Entwicklung eh gut, wissen wir. Wie finden das die Lehrenden an der FH Lübeck? Sind die da auch alle begeistert oder ist das auch nur so eine kleine Auswahl? Es ist eine kleine Auswahl. Es ist immer eine kleine Auswahl. Es ist natürlich sehr umstritten, gerade Credit Points Anrechnung, auch die ewige Angst, dass man den Hörsaal abschafft. Das haben wir aber schon vor 13 Jahren gehabt, als wir angefangen haben mit dem Online-Fernstudium. Aber es hat der FH Lübeck nie geschadet. Auch nochmal eine Zahl, so wir haben mit 12% Online-Studenten an der FH. Ja, die Hochschule hat, glaube ich, 20% vom gesamten Studienaufkommen. Das ist eine Chance und keine Vernichtungsmaschine, also eine ergänzende Sache. Und so sehe ich auch die MOOCs. Es ist eine ergänzende Sache. Die anderen Sachen gebe ich dir völlig recht. Ich sehe auch eine Mischung bei dem MOOC zwischen Marketing, zwischen Narzissmus und zwischen Aufmerksamkeit. Ich meine, das nächste Feld der Hochschulen ist das Internet und da sage ich auch immer, man muss aufpassen, das Internet hat nur ein Amazon. Und für wie viele Hochschulen wird da dort Platz sein? Das weiß ich nicht. Sehr gut. Peter, noch ein Abschluss? Ja, ich hoffe, man hört mich. Ich bin auch der Meinung, es muss nicht massiv sein. Wir haben in einem Modul mit 150 Lektionen gibt es 20 Präsenzlektionen. Da brauche ich nicht etwas vorzuführen, was man eben in XMOOC haben kann auf dem Netz, sondern da sollten wir eben zusammen vernetzt arbeiten können. Und ich bin deiner Meinung, dass eben das bei den Lehrenden anfängt, dass die lernen müssen, vernetzt zu arbeiten und das dann den Lernenden weitergeben. Sehr schön. Dann sind wir doch noch zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen, nämlich wir fordern mehr MOOCs. Und egal ob X oder C oder was auch immer, einfach mehr rausgehen.
und es kommt uns allen zugute. Ich danke euch ganz herzlich heute am Nachmittag. Und ich weiß nicht, ob wir da wirklich draußen einen Beitrag leisten konnten, einen Mehrwert, aber ich glaube, uns hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Ossian, für die Betreuung. Bis dahin. Bye-bye. Danke, auf Wiederhören.